Servus, Grüezi und Hallo und recht herzlich willkommen wieder zu einer neuen Folge Warlords of New York in The Division 2. Ich bin der Badenfarmer, schön, dass du auch heute wieder mit dabei bist. Und wir haben noch ein bisschen was zu erledigen. Wir müssen nämlich zum Pathway Park, der ist hier oben. Und wir wissen ja immer noch nicht, was Nancy ist. Das war ja die Frage, die Kelso am Ende der letzten Folge gestellt hat. Aber ich denke, das werden wir heute lösen können, beziehungsweise das Geheimnis können wir lüften. Kajika steuert die Cleaners von Pathway aus. Ich denke, er nutzt sie, um die Reste der JTF auszuschalten. Wir müssen Kajika ausschalten und Informationen finden, die uns weiter zu Kina führen. Gut, das werden wir tun. Und deswegen begeben wir uns jetzt auch zu Pathway Park. Okay, dazu müssen wir hier rechts rum. Aber ich sehe gerade, hier gibt es irgendwo noch was zu hören. Das nehmen wir nochmal mit. Manchmal frage ich mich, ob wir echt verwandt sind. Ich liebe dich auch. Nach allem, was mit der ersten Welle passiert ist, wie kannst du glauben, dass die Division die Antwort ist? Man gibt nicht alles auf, nur weil es einen Verräter gibt. Nicht nur einen. Du kennst mich. Ich gebe nie auf. Aber du musst nicht aufgeben. Du kannst deinen Einsatz weiter verfolgen. Ich sage nur, dass es vielleicht nicht als Division Agent sein muss, sondern als Fae. Ich kann dich allein nicht schützen. Du hast Rhodes, Benitez und Candle. Du bist nicht allein. Sie sind eine Hilfe. Aber sie haben nicht die Ressourcen. Ressourcen sind nicht alles, Fae. Heather, lass mich wissen, ob du immer noch so denkst, wenn dir die Nahrung ausgeht. Ich kümmere mich weiter darum, dass das nicht passiert. Gut. So, aus irgendeinem Grund ist es da rot. Sind es die Kollegen? Ja. Okay, die sind ganz schön hartnäckig mittlerweile geworden. Aber unsere Drohne wird da ein bisschen aufräumen. Okay, weiter geht's. So. Mikrofon mal ein bisschen hierher gerückt. So, da geht's lang. Und da sind noch ein paar böse Buben, um die wir uns kümmern müssen. Sehr schön. Okay, weiter geht's. Nur keine Müdigkeit vortäuschen. Tragbares elektronisches Gerät erkannt. Du hattest die Wahl. Gehen oder bleiben. Du bist gegangen. Es herrschte Chaos. Ich konnte nichts machen. Ihr habt alle eins gemeinsam. Und zwar einen erheblichen Mangel an Verantwortungsgefühl. Nein, das stimmt nicht. Nicht? So etwas ist noch nie passiert. Also habt ihr euch aus der Verantwortung gestohlen. Wir haben geholfen. Indem ihr andere geopfert habt. Ihr verdient diese Stadt nicht. Bitte. Ich kann das in Ordnung bringen. Lassen Sie mich helfen. Dafür ist es zu spät. Bitte. Da du offenbar so gern andere für deine Fehler verantwortlich machst, kannst du mir auch ihren Namen nennen. Hin. Papi! Seht mal! Sind da noch mehr? So, da gibt's noch mal was zum Hören. Nancy, die Cleaners treffen Vorbereitung, um Nancy in Betrieb zu nehmen. Aha! Und, was denkst du? Es wird dauern, aber ich kann ihn wieder zum Laufen bringen. Wir brauchen Conleys Erlaubnis. Schon gewährt. Offenbar war es Kajikas Idee. Dann würde ich gerne sofort anfangen.
Wie lange wird's dauern? Wann besorgt ihr mir 10 gute Ingenieure? Schon erledigt. Und ich brauche ein Backup-Team, das sich um eventuelle Störungen kümmert. Nancy wird sicher Aufmerksamkeit auf sich ziehen. Nancy? Nancy bringt uns an unser Ziel. Ein Fahrzeug braucht immer einen Namen. Okay, also bei Nancy handelt es sich wohl um ein Fahrzeug. So. Ups. Nicht vergessen, das nehmen wir mit, das werden wir noch brauchen. Aha, O'Carroll, einmal mehr. Okay, naja, was soll's. Haben wir denn eigentlich noch Platz? 73 von 150, gut, wir haben noch genügend Platz. So, Battery Park. Jetzt müssen wir gerade mal schauen, sind wir wieder mal dran vorbeigelaufen? Geht es? Augenblick, hier geht's rein. Pathway Park. Sehr schön. Kajika sollte irgendwo in Pathway sein. Finden Sie ihn und erfahren Sie mehr über Kinas Aufenthaltsort. Und halten Sie Ausschau nach John. Wenn er noch lebt, müssen wir ihn finden. Tja, dann würde ich doch sagen, lass die Spiele beginnen. Wir hätten ihn einfach verbrennen sollen. Deal ist Deal. Kajika wollte ihn lebend. Unbekanntes Netzwerk entdeckt. Isaac empfängt ein Signal aus dem Untergrund. Das könnte Kajika sein. Passen Sie auf, Agent. Wir wollen nicht noch mehr Leute verlieren. Tja, und da fallen die Gänge, denke ich dabei an mich. Also ich würde mich sehr, sehr ungern verlieren. Gut. Ich glaube, hier oben war nichts. Dann gehen wir mal da runter und können ein bisschen unsere Munition auffüllen. Unsere Raketenmunition. So. War hier noch irgendwas? Nein, außer Wasser scheint hier nichts zu sein. Okay. Gegnerisches Funksignal abgefangen. Ihr bekommt die Gnade, die ihr verdient. Gut, Pathway. Dann machen wir doch mal schnell noch ein. Ups. Aha. Machen wir hier noch schnell ein vom Pathway. Machen wir schnell noch ein Screenshot. Zack. Und schon erledigt. So, wer hat denn da geröchelt? Identität bestätigt. John Bronson. John war ein guter Mann. So zu sterben hat er nicht verdient. Sie können jetzt nichts mehr für ihn tun. Sie müssen weiter. Tja, der gute John. Ups. Diese fiesen Teile hier am Boden. So, dann gehen wir mal hier hoch. Wie, keiner da? Hallo? Niemand zu Hause? Aha. Aha. Da war er gerade eben. Strom unterbrochen. Dieser Dreckskerl spielt mit ihm. Wusste ich's doch. Zurück, Agent. Kajika ist gerissen. Huch. Ach, ich liebe es jedes Mal, wenn sie explodieren. Oha! Noch einer.
Tja, es geht halt nichts über ein Geschütz. So, irgendwo treibt sich noch einer rum, so ein Halunke. Agent, Sie müssen die Stromversorgung wiederherstellen. In Ihrer Nähe sollte ein Wartungsraum sein. Ich habe immer noch eine Spur von Kajika. Er geht tiefer nach unten. Bleiben Sie dran, Echen. Okay, ein Black-Tast-Schlüssel. So, hier drüben gibt es noch ein bisschen Wasser. Und natürlich Munition. Granaten und Sturmgewehrmunition. Okay. So, da wollen wir nicht reinrennen. Ups, da war ich ein bisschen zu schnell, glaube ich. Ups. Oh, 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 oh. Und? Boah. Gerade so noch gerettet. Ja, wir dürfen sie nicht unterschätzen. Oh ja, diese Dinger sind echt hässlich. Okay. Wir brauchen unser kleines Geschütz. Als Rückendeckung. Kajika ist noch auf der Flucht. Täuschen Sie sich nicht. Wir haben ihn vielleicht überrascht, aber jetzt hat er Sie im Visier. Und hier unten hat er die Oberhand. Agent, scannen Sie den Ort und finden Sie raus, wo er hin ist. So, da gibt's nichts. Gibt's da oben noch was? Nein. Gibt es hinter der Theke noch was? Nein. Eintreffende Verstärkungsanforderung. Okay. So. Okay, da ist nichts. Da geht's hoch. Leite Gebietsscan ein. Karte aktualisiert. Die Cleaners haben sich offenbar vom Hugh Carey-Tunnel bis hierher durchgegraben. Die Cleaners bohren Tunnel. Das gefällt mir nicht. Falls Kajika dort ist, müssen sie irgendwie an der Überschwemmung vorbei. Oh, das gibt wieder ein Feuerwerk. Sehr schön.
Laut Isaac gibt es in der Nähe einen Kontrollraum. Dort kann man bestimmt das Entwässerungssystem einschalten. Ja, wenn wir schon vom Wasser sprechen, dann nehmen wir uns erst noch einen Schluck. So. War da noch was? Yep. So. Okay. Mach hier noch was? Ah ja. Gut. So. Jetzt gibt es ja hier irgendwo, genau hier. Da müssen wir rüber und da gibt es nämlich einen Schlüssel. Dankeschön, dass du diesen für mich aufbewahrt hast. So, da haben wir noch ein Küchtchen. Und da dürfte dann nichts mehr sein. Gut. Dann geht's weiter. Und zwar geht's hier runter. So, der gute Kajika. So. Geschütz in Stellung bringen. Schalten Sie den Bastard aus. Dahin. Ups. Ja, nicht aufgepasst. Kommt schon wieder was auf uns zu? Ah. Das tut weh! Kajika ist wieder auf der Flucht. Erledigen Sie die Cleaners und bleiben Sie dran. Rote Schockfalle entdeckt. Feindliche Schockfalle entdeckt. Kajika, okay. Ich bin jetzt im Tunnel. Bleiben Sie dran, Agent. Bald gehen Ihnen die Fluchtwege aus. So, aber zuvor erstmal wieder ein bisschen einsammeln. Und da haben wir noch was. So. Gut.
Dreiseck erfasst zahlreiche Vibrationen. Vorsicht, Agent. Die Cleaners bohren Tunnel hier unten. Sie müssen an ihren Bohrer rankommen. Tja, das hört sich ja fast so an wie beim Zahnarzt. So. Aha. Und schon ist er wieder weg. Okay. Kein Kontakt mehr zum Unterstützungsteam. Die Division muss durchgekommen sein. Haben wir genug Sprit im Tank bis nach Haven? Vielleicht. Dann machen wir weiter. Haven! Die wollen sich bis hierhin durchbohren. Ach, scheiße. Ich wusste, die planen etwas Großes. Aber das ist krass. Ja, aber dafür habt ihr ja mich, damit da nichts passiert. So. Passen Sie auf, Agent. Der Tunnel stürzt ein. Oh, 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 das hat aber wehgetan. Chica ist ein guter Scharfschütze. So. Cleaners dürfen Haven nicht erreichen. Sieht nach Öl aus. Mit der Division im Nacken erreichen wir unser Ziel niemals. Treibstofflager entdeckt. Wir müssen den Bohrer lahmlegen. Rhodes, irgendeine Idee? Riesenbohrer sind nicht gerade mein Fachgebiet. Aber sehen wir uns das Ding doch mal an. Und bumm. Ja, Bohrer sind auch nicht mein Fachgebiet. Aber es knallen zu lassen, das ist mein Fachgebiet. Ups. Oh, weg. Ah, diese Drohnen sind ganz schön hartnäckig und zäh. Okay, da rennt auch wieder einer. So. So. Und Vorsicht, da ist es warm. Okay, Agent. Isaac meldet einen Kran, eine Menge Öl und einen Haufen anderes Zeug, das ich nicht kenne. Aber falls Sie auf die Steuerung zugreifen, die Treibstoffvorräte auf den Bohrkopf schütten können, sollte das reichen. So, hier ist die Steuerung und hier werden wir uns verteidigen. Sie müssen sich um die Cleaners kümmern, solange der Treibstoff unterwegs ist. So, die kommen zuerst von dort.
wieder zu bewegen. Tja, dann machen wir wie mir geheißen. Kommen wir darüber, ja. Tja, bis hierher und nicht weiter. So, oben ist noch einer. Na, wo treibst du dich rum? So, ah ja, da. Okay. Sind wir hier fertig? Fast. Agent, stellen Sie sicher, dass der Bohrer kaputt ist. Ist eine Horde Cleaners, die sich das Zeug holt, wenn sie weg sind. Wir haben schon so viele Leute verloren. Hätten sie Haven geknackt, bliebe uns nichts mehr zu retten. Jetzt zurück zu Kajika. Isaac erfasst Bewegungen in den Tunneln vor ihnen. Tja, wenn das so ist, dann werden wir uns doch jetzt um ihn kümmern. Okay, hier geht's runter. Kommen wir hier runter? Nein, wir müssen da lang. Durch das Tor. So, und hier rüber. So, und ich glaube, ja, hier geht's lang. So, das sind die Reste des Bohrers. Lassen Sie Kajika diesmal nicht entkommen. Wir werden keine weitere Chance bekommen. Die Zerstörung des Bohrers war ein Anfang. Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, aber ich will mich nicht jedes Mal beim Pinkeln umschauen müssen. Wenn Kajika entkommt, wird er uns jagen. Kein Druck, Agent. So, davon haben wir schnell einen Screenshot gemacht. Wir brauchen ja einen Thumbnail. Fledermäuse. So. Und rechts sind wieder Partygäste, die auf uns warten. Heide neu. Na? Hier? Ja. Ja, heute fehlt mir ein bisschen das Feintuning. Ich hab's schon gemerkt. So, jetzt. Na, okay. Unser Geschütz nicht vergessen.
Das werden wir noch brauchen. So. Na. Diese Tunnel nehmen kein Ende. Die Cleaners haben wohl mehr Kontrolle über die Stadt, als wir dachten. Hatten, Kelso. Ohne den Bohrer haben sie echte Probleme bei ihren Operationen. Ich hoffe, du hast recht. Das Einzige, worum wir uns im Augenblick Sorgen machen müssen, ist Kachika. Ja, ich merke gerade, ich habe zu wenig Schaden auf dem Gewehr. So, das Magazin ist fast voll. So, dann müssen wir darüber. Und dann da hoch. Ja, und jetzt, glaube ich, sollten wir langsam Kachika treffen. Jo. Aber das, meine liebe Freunde, machen wir erst in der nächsten Folge. Für heute soll es erstmal gewesen sein. Ich, der Baden-Farmer, darf mich recht herzlich bei euch bedanken und verabschiede mich mit einem kleinen Tänzchen. Wir sehen uns in der nächsten Folge, wenn wir dann Kachika den Garaus machen. Bis dann. Tschüss, ciao, cheerio.